RAS Fearless, Einsatzraum, voraussichtliches Eintreffen am Ziel 2 Minuten. Das Angriffsschiff musste die Geschwindigkeit herabsetzen, um aus dem Hyperraum zu treten und das Feuer zu eröffnen. Das kostete wertvolle Sekunden. Ethan sah zu, als Ten rasche Berechnungen durchführte, um jene entscheidende Feuerlösung zu finden, die den Abschuss der Raketen mit dem Geschwindigkeitsverlust ausglich, aber gleichzeitig auch das Separatistenschiff auslöschte, bevor es die Möglichkeit hatte, Omega ins Visier zu nehmen. Der Einsatzraum war überfüllt mit weißen Rüstungen, aber dennoch herrschte völlige Stille, derweil die Besatzung der Fearless auf den Tochtermonitor des Verfolgungsschirms am Schott starrte. Es gab wieder, was Ten, Gett und Ether im Kleinvorbad am Platz des PWO sahen. Ten schien in den letzten 3 Minuten nicht einmal geblinzelt zu haben. Feuerlösung, General. Seine Hand ruhte auf der Feuertaste, sein Blick war an den Bildschirm geschweißt. Ziel erfasst. Das ist die beste Lösung, die wir bekommen werden. Und wir haben ein Zeitfenster von 10 Sekunden, sonst löschen wir Delta und Omega mit aus. Jetzt, General! Ethan sah zu Gett. Ihr Verstand nahm zum Teil das Wallen in der Macht wahr und die Macht stimmte in derselben Sekunde mit Ten überein. Machen Sie, Ten! Jawohl, Ma'am! Die Taste machte ein schwaches, klackendes Geräusch, als er sie drückte. Feuer 1! Feuer 2! Raketen sind los! 2 gewaltige Schweife roher Energie jagten aus dem langsamer werdenden Schiff in die Leere. Ethan konnte das heraufziehende Unheil so deutlich in der Macht spüren. Sie wollte es nicht einfach mit ansehen. Sie legte ihre hohlen Hände über ihre Nase und schloss für eine Sekunde die Augen. Dann zwang sie sich wieder auf den Monitor zu sehen. Der Schirm zeigte die 2 Raketen als gleichmäßige weiße Linien. Sie sahen aus, als hätten sie den blinkenden roten Punkt, der das Separatistenschiff repräsentierte, überschnitten. Dann erloschen alle Signale gleichzeitig mit einem Flackern. Treffer 1, meldete ein Trooper von einem anderen Platz. Visuelle Bestätigung, Ziel zerstört. Und was noch? Fragte Commander Gett. Wow! Frey war sich nicht sicher, ob es sein eigener Schreckensschrei war oder Scorch Stimme über das Comlink, aber er sah, wie sich der weiß-goldene Feuerball in ihre Richtung ausdehnte. Der Abschnitt des Naimi-Schiffes, der teilweise das Cockpitfenster abdeckte, wurde zu einer scharfkantigen Silhouette und er duckte sich instinktiv. Ein Hagel aus Trümmerstücken prasselte gegen die Scheibe. Etwas Großes Metallenes schrammte an einem langen, dumpfen Knirschen über den Rumpf des Frachters. Als das Hämmern zu einem gelegentlichen Rattern, wie Steine, die auf ein Dach geworfen werden, abklang, richtete Fei sich wieder auf. Dann verstummte es endgültig. Boah, Vierfack, fluchte Scorch. Hätten sie jetzt noch einen Hauch Meradium in den Sprengstoff gemischt, dann hätte das Ganze jetzt in schönem Violett gebrannt. Fearless? Fearless! Fearless am Delta! Ist bei euch alles klar? Wiederhole, alles klar! Antwortet! Ein großes Rechteck aus heißem, weichem Glas löste unter Beihilfe von Scorchs Faust langsam aus der Scheibe und schwebte gemächlich in einer stillen Zeitlupenkollision gegen die Nackenstütze des Pilotensitzes. Delta hier, Fearless! Extrahieren jetzt Omega und Fracht! Fei kämpfte darum, nicht atemlos und zittrig zu klingen. Das hätte den Rest der Schwadron nur verbrellt. Bin ich froh, dass die Marine da ist, sagte er. Wenn es nämlich nur in deiner Hand gelegen hätte, geölter Blitz, wären wir jetzt ein Asteroidengürtel. Endlich schob sich Scotts Visor durch die Öffnung, gefolgt von seinem Arm, der in einer unmissverständlichen Geste sein Missfallen zum Ausdruck brachte. Fei spürte, wie sich sein Mund, angefeuert vom Schock, verselbstständigte. Mein Held, endlich hast du es geschafft. Willst du zurück zur Basis laufen? Nein, erhob den in Folie gewickelten Oriol mit einer Hand hoch und schob ihn zur Öffnung. Fei gönnt seinem Mundwerk jetzt mal ein wenig Pause und hilft ihr, den Müll zu befördern. Geschenkverpackung? Och, das wäre doch nicht nötig gewesen. Scorch schob sich ein Stück weit den Zugangsschlauch hinunter und verharrte bewegungslos um 135 Grad gedreht, um die 3 gefesselten Gefangenen entgegenzunehmen. Füße voraus, bitte. Dann kann ich dem Dekot die Beine brechen, falls er versucht, um sich zu treten. Ich will nicht, dass dieser Schlauch ein Leck bekommt. Es gestaltete sich schwieriger als erwartet. Aber als sie den 2. Nictor in den Verbindungsschlauch gerammt hatten, wie ein Torpedo ins Rohr, war die warme Luft aus dem entführten neimodianischen Schiff bis ins Frachtercockpit gezogen und Fei fühlte sich sehr viel besser. Er ging ein bisschen zur Seite, damit sich Ethan und Damen ihren Weg in Schlauch hinaufbahnen konnten. Scorch zog Damen und dessen Gurten an Bord. Fei wartete, bis Damens Stiefel verschwunden waren, rollte dann herum und sah durch die Öffnung einen Kreis schwach leuchtenden Lichts.
Der nächste. Fei brachte sich in Position und stieß sich dann mit einem Fuß ab. Als er am anderen Ende die offene Luke passierte, spürte er, wie er von der künstlichen Schwerkraft erfasst wurde und fiel mit klappernder Rüstung zu Boden. Er brauchte ein paar Sekunden, um wieder auf die Beine zu kommen. Niner stieß von hinten mit ihm zusammen. Es war kein sonderlich großes Schiff. Boss, die Rüstung mit gesprungener und abgeblätterter orangener Farbe bemalt, schlug hinter Niner die Luke zu und versiegelte sie. Niner starrte ihn an, als wäre er nicht sicher, was als nächstes geschehen sollte. Dann schüttelten die beiden Männer einfach ihre Hände und klopften sich gegenseitig auf die Schultern. »Gefällt's euch, wie wir uns eingerichtet haben?«, fragte Boss und nahm seinen Helm ab. Das Flugdeck sah aus, als hätte es jemand auf die harte Tour demontiert. Schalttafeln waren herausgerissen worden, Kabel hingen von der Decke herab und in der Konsole klafften Löcher, wo Elemente entfernt oder gar nicht erst eingebaut worden waren. »Gut, ist vielleicht ein wenig primitiv, aber wir fühlen uns hier zu Hause.« »Das Ding habt ihr geklaut?« »Nein, sie haben uns einen Testflug damit machen lassen.« Boss zeigt auf den Rest seiner leuchtend bemalten Schwadron. Fixer, Seth und Scorch kennt ihr ja schon. Sagt Hallo zu den Jungs in langweiligem Schwarz. Danke, Wode, sagte Fei. Er fragte sich, warum Ethan sich ihnen nicht anschloss. Er hatte sich abgewandt und schien sich mit technischem Interesse einem Kabelstrang zu widmen. Irgendein Ton von Sicko. Wenn das euer Pilot ist, die Majestic wurde inzwischen umgeleitet. Sie haben sein Signal aufgefangen. Mehr wissen wir auch nicht. Boss sah hinunter auf die drei Gefangenen, die nebeneinander wie Leichen auf dem Boden aufgereiht dalagen. Er stupfte sie mit seinem Stiefel an. Hoffentlich wart ihr die Mühe wert. Fei zog seinen Helm ab und atmete die beinahe frische Luft ein. Bis auf Scorch hatten alle ihre Helme abgelegt. Delta gehörte zu den nicht einmal ein Dutzend zählenden Schwadronen, die seit der Abfertigung vollzählig überlebt hatten. Ein originaler Sprung, wie es die Kaminoaner ausdrückten. Und sie schienen der Auffassung zu sein, das mache sie zu einer Elite innerhalb einer Elite. Sie waren zusammen aufgezogen und ausgebildet worden und hatten niemals mit jemand anderem als ihren Brüdern gekämpft. Das war ein Luxus, an dem sich nicht viele Schwadronen erfreuen konnten. Fei ging davon aus, dass sie deshalb nicht besonders gut mit anderen auskamen. Er erinnerte sich nur allzu gut daran, wie verbissen, selbstbezogen und von Konkurrenzdenken geprägt sein eigener Sprung gewesen war und wie sehr es sein Selbstbewusstsein erschüttert hatte, als er seine Brüder auf Geonosis verlor und in Niners Obhut abgeschoben wurde. »Also für so eine Promenadenmischung von Schwadronen schlagt er euch ganz gut«, stichelte Seth, und Fei beschloss, nicht darauf zu reagieren. Er wusste, dass er jetzt auf Autopilot war und besser die Klappe hielt. Niners Blick half ihm bei dieser Entscheidung. »Ich nehme nicht an, dass ihr das Schiff noch gründlich durchstöbert, oder?« »Nein, nicht bei dem rapiden Druckverlust«, erwiderte Niner. »Es hieß, es wären Sprengkörper an Bord.« »In Ordnung. Wir könnten jetzt jederzeit von Seth umringt werden. Also lasst uns diese Kiste in den Hangar der Fearless bringen. Dann können die den Frachter hochjagen. Wenn da noch irgendetwas Nützliches drin sein sollte, fällt es wenigstens nicht den Seth in die Hände.« Damen rutschte am Schott hinunter auf den Boden und Niner setzte sich neben ihn. Sie waren nahezu zurück an Bord der Fearless und das bedeutete, dass sie fast zu Hause waren. Und zu Hause bedeutete die Kaserne der Arca-Kompanie und endlich, nach 2 Monaten auf Patrouille, einmal eine Nacht durchschlafen. Fei bekam niemals genug, keiner von ihnen, und Ermüdung konnte einen gefährlich leichtsinnig machen. »Nun, Ethan«, sagte Seth. Er trat von hinten an Ethan heran und blieb nahe genug stehen, um aufdringlich zu wirken. Ethan drehte sich nicht um. »Sergeant V verlangt danach, dich wiederzusehen, Rodica.« »Ich bin nicht dein kleiner Bruder«, entgegnete Ethan ruhig. Er wandte Seth weiter in den Rücken zu. »Ich arbeite bloß mit dir.« Aha, die beiden teilten sich also doch eine eindeutige Vorgeschichte. Fei sträubten sich die Nackenhaare und er trat an die Seite seines Adoptivbruders. Er konnte sehen, dass die Aussicht V wiederzusehen etwas in Ethan schürte, das nicht bezeichnend für ihn war. Seth ließ nicht locker. »Ich vergesse so schnell nicht, weißt du?« Dieses Mal wirbelte Ethan doch herum und trat Seth Auge in Auge gegenüber. So nah, dass Fei dachte, sein sonst so gelassener Bruder würde ausnahmsweise die Fassung verlieren. Er machte sich bereit einzugreifen. »Das ist meine Angelegenheit«, sagte Ethan. »Halte du dich da raus!« Seth starrte ihm ins Gesicht. »Und Meinungsverschiedenheiten bleiben in der Kompanie!« Ethan fuhr mit den Fingern in den Kragen seines Anzugs und zog ihn links bis zur Kante seiner Rüstung hinunter, sodass sein Schlüsselbein frei war.
Er trug jede Menge hervortretender Narben. Niemand schenkte ihnen sonderlich viel Beachtung, denn Verletzungen waren im Training und im Kampf so alltäglich, dass kaum jemand ein Wort darüber verlor. Du hast Schlimmeres abbekommen, oder? Du hast eine Woche in Bagdad gelegen, oder? Etchen sah aus, als würde er gleich ausklinken, und Frey trat vor, um dazwischen zu gehen. Aber da hatte Niner bereits nur 3 Schritten die Kabine durchquert und sich zwischen die beiden gedrängt. Er musste mit seinen Armen dazwischen gehen, um sie mit seinen Armpanzern voneinander wegzustoßen. Aber Seths starrer Blick blieb auf Etchen gerichtet, als wäre Niner gar nicht da. Ich glaube, wir sollten zu einem kameradschaftlichen Einvernehmen kommen, schlichtete Niner und hielt Seth dabei mit seinem Körper zurück. Wenn wir wieder in der Kaserne sind, falls das okay für dich ist, Navut. Seth strahlte Mordlust aus. Sein Blick war immer noch auf Etin gerichtet. Jederzeit, Vodika. Gut, dann hört ihr zwei jetzt auf. Und du, Fai, tritt zurück. Wir hatten alle einen schlechten Tag. Also lasst uns auf die Testosteronbremse treten und brav sein. Seth hielt seine Hände in einer Geste widerwilligen Gehorsams zur Seite und ging, um sich im Cockpit neben Scorch zu setzen. Boss sagte kein Wort und Niner packte Fall und Etin bei den Schultern und schob sie noch weiter weg. Du wirst mir jetzt sagen, worum es bei der ganzen Sache geht. Nein, das werde ich nicht, Sarge. Es ist persönlich. Solange es diese Schwadron betrifft, gibt es kein persönlich. Später in Ordnung. Ich will nicht, dass ihr euch schlagt wie irgendwelche dahergelaufenen Zivilisten. Wenn ihr zwei irgendein Spielchen am Laufen habt, dann bügeln wir das alle aus. Verstanden? Jawohl, Sarge. Niner betonte seine Warnung mit einem Knuff gegen Ethans Brust und ließ dann von ihm ab, um sich neben Boss zu stellen, während Scorch das Schiff neben die Fearless legte und anfing, mit dem Leiter des Flugdecks zu besprechen, wie man im Hangar Platz dafür schaffen könnte. Fai wartete bei Ethan für den Fall, dass dieser sich dazu entschloss, sein Plauderstündchen mit Seth wieder aufzunehmen. Selbst unter extremstem Stress hatte er Ethan noch nie derart aufbrausend erlebt, aber jetzt sah er aus, als wäre er bereit, nach jedermann zu schlagen. Und selbst ein hirnloser Weekay hätte erkannt, dass es etwas mit V zu tun hatte. Atika, willst du irgendwann mal mit mir darüber reden? Eigentlich nicht. Etin klopfte Fai auf die Schulter. Früher oder später muss ich mich dem selbst stellen. Fai schaute zu Seth und erhielt einen leeren Blick, der nicht einmal Feindseligkeit ausdrückte, sondern einfach nur jeglichen Mangel an Kameradschaft. Würden sie jemals wieder zusammenarbeiten müssen, würde es kein Vergnügen werden. Bei ihrer ersten Begegnung hatte Fai auch nicht geglaubt, dass er mit Niner zurechtkommen würde. Aber Niner hatte auch nie etwas an sich gehabt, das Fai dazu gebracht hätte, ihm zur Klarstellung und um Zeit zu sparen, die Zähne einschlagen zu wollen. Es würde geschehen. Fai wusste es. Es hatte noch nie zuvor eine Meinungsverschiedenheit zwischen ihm und einem Bruder gegeben, von einem Kampf ganz zu schweigen. Die ganze Sache beunruhigte ihn. Er versuchte sich abzulenken und träumte von einer heißen Dusche, warmem Essen und dem Luxus von 5 Stunden ununterbrochenem Schlaf.